glaube, ich will noch gucken, was da ist, wenn wir da weitergehen. Frag mich jetzt, ob ich bei anderen Gegnern auch solche Gänge verpasst habe, wo es dann noch richtig weit runter geht. Der Wurm will irgendwie nicht. Naja, so wichtig ist es mir auch nicht. Dann machen wir hier weiter. Nein, Linda. Das ist irgendwie ein Blöd mit dem Speer. Ich krieg irgendwie, ich komm irgendwie ganz hinten ran. So richtig. Könnten ruhig mehr geben als 900. Ach Gott, wie weitläufig ist das denn hier? Leuchtet denn das hier so blau? Haben wir wieder diese komischen Frösche, die einen verfluchen oder was?
Mann, ich krieg sie nicht. Aber ich schon gegen ein paar gekämpft und das war irgendwie easy. Die machen ja auch nichts, bis sie einen dann komplett verflucht haben und man stirbt. Sonst machen die ja kaum Damage. Wenn sie überhaupt Damage machen. Das war knapp. Oh Gott. Warum ist noch ein Item? Oh Mann, überall die Nester. Ich will jetzt die andere Richtung. Oh, der haut nicht mehr ab, ne? Hat der Damage gemacht? Oh Gott, ist das schlimm. Hey, Gewinner. Oh Gott, ist das schlimm. Ja, es passiert dir häufig. Die Gegend, wo wir hier gerade sind, ist einfach mal krass. Super krass. Ja, zum ersten Mal. Ach!
Es ist echt gerade ein Dark Souls 1 Best-of. Ist bei mir eher die absolute Ausnahme, dass ich Spiele öfter spiele. Eigentlich alles, was ich auf diesem Channel zocke, spiele ich zum ersten Mal durch. Ey, es ist einfach mal so fucking riesengroß. Vielleicht benutze ich mal einen Ember. Oh, Feuer. Ach Gott, wohin? Wo lang? Nein! Lass mich in Ruhe, ich sehe nichts. Das Pyromancy-Turm. Man fühlt sich hier auf jeden Fall auch so ein bisschen, als ob man wahnsinnig würde. In diesem riesigen Labyrinth.
Okay, also hier den Gang, die Gänge habe ich aber fertig, ne? Hier war jetzt auch nichts mehr. Okay, also hier ist irgendwie nichts mehr. Aber hier ist irgendwie ein strangees Geräusch, was einen nervös macht. Okay, dann habe ich diesen Gang quasi abgeschlossen. Ich habe das Gefühl, wenn ich so weitermache, geht vor allem mein Speer kaputt. Ich habe keine Ahnung. Also letztendlich geht es ja darum, diese 5 Thron-Dinger wieder zu besetzen. Da habe ich jetzt 2 von 5. Aber ich habe keine Ahnung, ob das wirklich einen Prozentsatz widerspiegelt. Weil einer ist schon von vornherein besetzt. Und der andere wurde irgendwie vor Ewigkeiten wieder besetzt. Und seitdem ist nichts Neues zugekommen. Speedruns habe ich auch mal gesehen, aber das sagt mir gar nichts. Keine Ahnung, wie weit ich da bin. Also Speedruns von dem Spiel habe ich wirklich nur so halt irgendwie so nebenbei. Und das ist auch schon wieder eine Weile her. Also ich glaube, den letzten Endgegner kenne ich. Teilweise auch irgendwelche Sachen zwischendurch, aber wo das jetzt ist. Ach du Scheiße. Aber SGDQ habe ich es mit Absicht nicht geguckt, weil ich da wusste, dass ich es demnächst spielen werde. Und wenn ich dann so nah dran bin, dann gucke ich sowas nicht mehr, um mich nicht zu spoilern. Kenne ich bei Serien auch, dass in dem Moment, wo mir, weiß ich nicht, Game of Thrones gespoilert wird und ich aber weiß, dass ich das in den nächsten 3 Jahren irgendwie ähnlich anfangen werde, dann ist mir der Spoiler egal, weil bis dahin habe ich dann eh schon wieder alles vergessen. Wenn ich dann aber gerade angefangen habe oder es demnächst gucken werde, dann lieber nicht.
Und so ist es bei Spielen bei mir auch. Ey, dieses... Das ist alles schlimm hier. Alles sieht gleich aus und es ist riesengroß. Ja, die gehen ganz gut kaputt, aber man muss sagen, dass ich das komplette Spiel nur damit gespielt habe. Oder fast ausschließlich. Also mein Spielstil ist darauf ausgelegt, dass die extrem schnell kaputt gehen. Und gleichzeitig trage ich eine sehr fette Rüstung. Die fetteste, die ich bisher so gefunden habe. Also quasi kein Kompromiss, was Gewicht angeht. Und trotzdem machen die einfach unfassbaren Damage. Und das ist das, was so erschreckend ist. Genau, jetzt sind wir hier wieder am Anfang, alles klar. Dann weiß ich, wo wir sind. Und vor allem geben sie kaum Seelen. Zielwasser? Nee, ich trinke heute kein Bier. Und wie viele Geheimgänge es gibt. Oh Mann. Der Witz ist halt so ein bisschen, wir waren schon ganz woanders und dann bin ich irgendwann wieder zurückgegangen und hab da halt jetzt noch einen anderen Gang gesehen. Und ich habe keine Ahnung, ob wir hier sein sollen. Vielleicht probiere ich sowas mal aus. Black Knight Sword. Na, wobei es bestimmt auch wieder ein Pattern, was ich nicht so gut finde. Ah, wobei. Könnte man auch überlegen, ob wir sowas mal benutzen. Die Idee ist natürlich schlecht, aber wir können ja das noch ein bisschen upgraden. PC.
hier waren wir irgendwie durch. Ach man, es sind so... Es sind einfach so viele Wege. Können wir nicht mehr kämpfen. Der hat zu viele von den Dingen beschworen. Okay, und hier geht's anscheinend auch irgendwo lang. Nein, das hatte ich noch nie. Okay, aber eine Bonschat lohnt sich auf jeden Fall. Oh. Okay, wir brauchen ein Bonfire. Wir müssen uns mal heilen. Aber wo bin ich denn das letzte Mal nach unten gegangen, wo denn diese ganzen Frösche waren, die mich verflucht haben? Ach Gott, das ist einfach alles ein riesen... Ich habe gerade keine Ahnung, wo lang. Ich würde sagen, wir setzen uns mal eben ans Feuer. Weiß nicht, wird man getötet, während man am Feuer sitzt? Hoffentlich nicht, oder? Eigentlich dürfte einem hier nichts passieren. Und ich gehe mal auf Klo. Einen Moment. So, weiter runter ins... in den Wahnsinn. Ach, jetzt sind wir irgendwie weiter oben als... Es ist einfach nur bekloppt. Nee, keine Ferien. Ist es sinnvoll, hier weiter runter zu gehen? Wo bin ich denn am Anfang lang? Ich hab keine Ahnung, ob das hier... Jetzt stirb! Dass hier die richtige Richtung ist. Und wie unfassbar viel Titanite habe ich denn bitte? 83. Glaub, wie viel kann ich nur tragen? Da, 99? Muss man welche mal... entweder verkaufen oder anscheinend kann man die ja aufbewahren. Ich könnte natürlich auch andere Waffen, die ich so dabei habe, einfach ein bisschen upgraden.
Dass, falls man die dann nochmal benutzen will, die schon so einen kleinen Bonus haben. Jetzt sind wir hier wieder bei dem Dark Knight. Dark Knight. Ich weiß nicht wohin. Wir waren vorhin schon mal ganz woanders. Kreis gelaufen. Ach, ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt nochmal ausbreiten möchte. Also es ist IMT, also Informations- und Medientechnik. Ah, das ist der Weg. Hier waren wir vorhin und hier war auch noch, hier waren auch noch 1000 Sachen, ey. Es ist alles so verrückt. Ach Gott. Ach guck mal, hier können wir direkt in die Lava springen. So, und das ist sogar so ein komischer Gegner. Okay, und die sind wieder draußen. Alles klar. Dann glaube ich, haben wir hier alles. Dann geht's weiter nach unten. Die Ratte sparen wir uns jetzt mal. Wir haben vorhin schon mal platt gemacht. Jetzt sind hier wieder diese Frösche, die einen versuchen. Theoretisch sollte man hier seine Ausrüstung ändern und dann die Flugzeuge anziehen, aber ich hoffe einfach mal, dass wir das so hinkriegen werden. Weil hier kommen jetzt keine anderen Gegner, sondern wirklich nur diese Frösche. Ich glaube, ich ziehe mal Fluchzeugs an. Ich weiß gar nicht, was ist am besten für Fluch. Wahrscheinlich das Zeug. Gehen wir immer so durch und wenn es blau wird, dann nehmen wir das nächste. Guck mal, sehen wir gleich ganz anders aus.
Ich werde es zwar nicht drauf ankommen lassen, aber... Es ist nicht mehr ganz so kritisch mit dem verfluchten Weder. Ohne die Klamotten. Tja, wie man da hochkommt, weiß ich immer noch nicht. Wenn ich noch tausend andere Geheimgänge, die ich bisher nicht gefunden habe. Ach, und da war jetzt der übelst krasse Dude. Dann ziehen wir wieder die krassen Sachen an. Den ignoriere ich erstmal und guck erstmal, ob hier vielleicht noch ein Feuer ist oder sowas. Keine Ahnung, ob ich das überleben würde. Black Knight Leggings, die sind wahrscheinlich ziemlich krass. Ja. Das Problem ist, dafür müssen wir ein bisschen skillen, dass wir mehr Gewicht tragen können. Die sind ein bisschen sehr schwer. Schade. Aber das geht nicht. First Lord Gwyn followed pin into the flame upon its linking. Ja, es gibt sehr, sehr viele Referenzen auf den ersten Teil. Jetzt geht's wieder nach oben. Und noch weiter nach oben. Ich weiß noch nicht, wo diese Ambush-Fee da auf uns schießt.
Das ist alles so verrückt hier. Da ist die Armbrust. Jeder bekackte Gegner. Ich glaube, ein Titan Match hat. Ja, klar. Die habe ich natürlich zuerst gespielt. Alles andere wäre ein bisschen strange. Manchmal steht ja trotzdem noch. Ah, kann ich es noch weiter drücken? Oder hätte ich es in die andere Richtung noch weiter drücken können? Nö, geht nur an und aus. Okay. Die Maus natürlich aus. Ne, ich habe Teil 2 erst vor. Weiß ich nicht, wann habe ich es fertig bekommen? Dezember oder so? Mit allen DLCs und dachte dann hinterher, dann müsste ich demnächst irgendwann mal Teil 3 anfangen. Und das habe ich jetzt vor, weiß ich nicht, 4 Wochen oder so angefangen. Okay. Die sind schon versteinert. Aber ich glaube, ganz so lange ist es noch nicht, ja. 3 Wochen oder so. Die gab es auch im ersten Teil. Oh Mann, ey. Krass. Ja, hier ist aber irgendwie auch kein Bonfire, nix. Oder hier ist irgendwo eins und ich hab's einfach nur noch nicht gesehen. Ansonsten versuchen wir jetzt den Dude da unten nochmal zu killen. Und ich glaube, dann sind wir hier durch. Dann ist es anscheinend gar nicht so gedacht, dass man an diesem Wurm vorbeikommt und direkt den Endboss tötet. Weil den haben wir nämlich schon fertig. Falls das der Endboss war und nicht noch irgendwas Schlimmeres auf uns wartet hier irgendwo. Ach, da oben ist noch was. Wobei, da unten bei der Lava ist halt die Frage, ob man da auch
Dragon Rider Bow. Ob man da auch runter könnte und den Fall überlebt. Der sieht ja schick aus. King of Wand. Okay, also hier geht's anscheinend weiter. Wartet aber gleich noch so ein Typ auf uns und der ist übelst stark. Gucken, ob wir den diesmal schaffen. Okay, er ist irgendwie weg. Okay, er ist nicht irgendwie weg. Yes! Fume Ultra Great Sword, Black Iron Great Shield, Night Slayer's Ring. Ach Gott. Oh Gott, 50 Stärke braucht man, um das Ding zu benutzen. Heaviest of all ultra great swords. Belong to a traitor from long ago. So, und jetzt habe ich schon wieder vergessen, was die anderen Sachen waren. Das eine war ein Ring. Enemy lose more stamina when guarding attacks. Das war das dritte, was wir von dem bekommen haben. Naja, wird nicht so wichtig gewesen sein. Ach so, das Schild. Das Schild. Ui, 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 ui. Das da hinten bewegt sich. Ja, ich nehme mal an, hier geht's auch noch weiter, aber da brauchen wir unfassbaren Feuerwiderstand oder irgendwas.
Ich würde sagen, wir sind hier durch. Ab nach Hause. Hui. Krasser Ausflug, krasser Ausflug. Ah, good, wasn't it? Nächster Halt, Anor Londo. Pretty big. Welcome, sp- very well, then touch taken up. Ach, wir brauchen noch 3000. Farewell, Ash May the Flint. Ah. Ja, das reicht auch für ein weiteres Level noch. Ash schon für 2. Welcome, Hospik. Und dann leveln wir erstmal, dass wir ein bisschen mehr Gewicht tragen können, damit wir die krasse schwarze Rüstung tragen können. Okay, weitere 6000 fehlen uns noch. Na, das schaffen wir nicht mehr. Ach, schade. Aha. 3000 schaffen wir noch. Ja, und die anderen Dinger will ich irgendwie mal alle nicht verkaufen. Ich sammle so Zeugs dann ganz gerne in dem Spiel. Auch wenn wir hiervon das meiste auch nie gebrauchen werden. Aber so wahnsinnig viel gibt's halt dafür auch einfach nicht. Ashen One. Reicht aber das eine Level jetzt schon aus, dass wir die krasse Rüstung nehmen können? Nee, reicht nicht. Ah. Schade. Ich würde die gern tragen, die sieht bestimmt super cool aus. Oh ja. Naja. Ja, hier ist dann bestimmt auch noch ganz viel zu holen. Ja, ja, die sind riesengroß. Also ich bin ja jemand, der vergleichsweise dann doch relativ schnell durch ist, weil ich halt keinen Multiplayer-Kram mache, weil ich auch immer mal ein paar Hinweise kriege aus dem Chat und so weiter und so fort. Und ich glaube, ich habe so zwischen 40 und 60 Stunden für die ersten beiden Spiele gebraucht. Jetzt bin ich bei, ich weiß gar nicht genau, ich kann gleich mal gucken. Denn ich glaube, ich mache jetzt hier auch Schluss. Es ist spät genug. Und wir haben jede Menge geschafft. Es ist einfach nur krass. Es ist einfach, also gerade dieses Gebiet eben hat mich einfach nur geschafft. Das ist der Hammer. Ah, hier steht's. 24 Stunden knapp zocken wir bisher. Ja, und da ich immer ungefähr einen 6 Stunden Stream mache, nehme ich mal an, dass es jetzt der vierte Dark Souls 3 Stream war. Level 64.
glaube, das letzte Spiel habe ich so mit Level 200 oder sowas abgeschlossen. Nun gut, dann vielen Dank fürs Zusehen. Gute Nacht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Dann wird wieder gestorben. Macht's gut. Bye bye. Dankeschön. Dir auch.